Heiner Holkotte, Pressesprecher der Feuerwehr in Kassel-Rauxel. Ja, wir befinden uns hier am ehemaligen Kraftwerk Knipper an der Stadtgrenze Kastrop-Dortmund. Gegen 13.37 Uhr wurde die Feuerwehr aus Dortmund hierhin alarmiert. Es brannte in der Rauchgasentschwefelung, beziehungsweise brennt immer noch. Nach einiger Zeit wurde dann Kastrop mit hinzu alarmiert. Es wird jetzt versucht, einen Löschangriff aufzubauen, um den Brand zu bekämpfen. Zwischenzeitlich gab es in dem Rauchgasentschwefelungsgebäude kleinere Explosionen, aufgrund dessen ein Innenangriff für die Feuerwehr zum Schutz der Einsatzkräfte nicht möglich ist. Es wird jetzt aus weiterer Entfernung massiv eine Wasserversorgung aufgebaut, um dann das Feuer zu löschen. Das Problem besteht derzeit darin, dass diese Rauchgasentschwefelung durch die Thermik starke Winde innen drin hat und das Feuer sich immer wieder entfacht. Zur Brandursache können wir natürlich keine Angaben machen, das wird die Polizei später ermitteln müssen. Vermutlich kann man davon ausgehen, dass es im Zuge der Abbruchmaßnahmen irgendeinen Funken gegeben hat, der da was entfacht hat. Ich weiß nicht, wer die Meldung abgegeben hat, weil das in Dortmund aufgelaufen ist. Also die Anzahl der Einsatzkräfte ist, da noch Einsatzkräfte auf der Anfahrt sind, noch nicht bekannt. Wir können im Moment so von ca. 60 bis 70 Einsatzkräften ausgehen. Wahrscheinlich werden es nicht mehr werden. Der Einsatz wird aber sich auf einige Stunden ausdehnen. Ja, der Teleskopmast von Dortmund ist da und mit dem wird dann versucht, von außen einen Löschangriff aufzubauen, um zumindest die Rauchgase niederzuschlagen, damit die Bevölkerung in Windrichtung nicht weiter gefährdet wird. Eine Warnung über die NINA-App ist ausgegeben worden durch Belästigung mit Rauchgasen, sodass die Bevölkerung weiß, dass hier was passiert ist. Also in Windrichtung, in weiterer Entfernung, befindet sich die Ortslage Mengede, ist aber weit entfernt, bodennah ist kaum Rauch zu sehen, der steigt ein bisschen hoch, sodass er eigentlich in die Bevölkerung in Wohn- und Bodennähe keinerlei Belästigung zu erwarten ist. Natürlich, klar, ein gewisser Geruch gibt es immer, aber von einer Gesundheitsgefahr können wir im Moment nicht ausgehen.